Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns Gott in der Stille darum bitten, dass er uns ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz schenkt. Herr, mache uns still und rede du. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, vor vielen Jahren, damals noch in der Schule am Gymnasium, da haben wir ein Buch gelesen, das Tagebuch der Anne Frank. Das werden viele von Ihnen sicherlich kennen. Ein 16-jähriges jüdisches Mädchen, 1929 in Frankfurt am Main geboren, wird von den Nazis unter Hitlerdeutschland verfolgt. Die Familie wandert zunächst in die Niederlande aus. Der Vater arbeitet dort in einer großen Firma. Und dann nehmen auch dort die Verfolgungen zu, die Repressalien gegen Juden. Und so taucht die Familie in ein Versteck in einem Hinterhaus unter. Geschützt durch ein Bücherregal, das sich vor die Tür, vor diesen Eingang schieben lässt. Das Buch liest sich wie ein spannender Krimi. Ich erinnere mich, dass ich das damals an wenigen Tagen durchgelesen habe, in wenigen Stunden. Nur die wenigsten Menschen sind eingeweiht. Einige Mitarbeiter des Vaters wissen Bescheid, bringen das lebensnotwendige Essen vorbei. Und in diesem Versteck beginnt die junge Anne im Alter von 15 Jahren ein Tagebuch zu schreiben. Das Buch offenbart eine talentierte junge Schriftstellerin voller Liebe zum Leben, voller Hoffnung, voller Zuversicht, dass Krieg und Terror irgendwann vorbei sein werden. Ein halbes Kind mit Träumen, Wünschen für die Zukunft, mal traurig, mal fröhlich gestimmt. In diesen Zeilen schwingt der Hunger nach Leben und Freiheit. Aber wir wissen, dass diese Wünsche, diese Träume, diese Hoffnungen dieses Mädchens nicht in Erfüllung gegangen sind. Wir wissen, dass sie Ende des Krieges im KZ Bergen-Belsen umkommt. Noch am 11. Mai 1944 schreibt sie: Nach dem Krieg möchte ich ein Buch mit dem Titel Das Hinterhaus herausgeben. Das Versteck der Anne Frank wurde verraten und es ist bis heute nicht geklärt, wer diesen Verrat begangen hat. Die Hypothesen, die reichen von der Putzfrau der Firma bis hin sogar zu einem jüdischen Notar, der vielleicht, um seine eigene Familie zu retten, Namen anderer Juden preisgegeben hat. Aber das ist alles unsicher und sehr umstritten. Es gibt heute dazu einen Cold Case, den ein amerikanischer Agent neu eröffnet hat, um diesen Fall weiter zu erforschen. Cold Case, das nennt man ja so, wenn ein Kriminalfall, der eigentlich schon abgeschlossen war, wieder neu aufgenommen wird, weil sich vielleicht neue Spuren ergeben haben. In unserem heutigen Predigtext geht es auch um einen Verrat. Und es geht um eine Perspektive von Jesus auf drei Leute, auf die er ein ganz helles Licht wirft. Und wenn wir das gleich hören, diesen Verrat, da fragen wir uns, was soll das eigentlich? Ist dieser Verrat nicht sogar völlig überflüssig? Wäre das nicht auch alles ohne gegangen? Der Verräter ist von Anfang an bekannt. Schon vorher sagt Jesus ihm, dass er ihn verraten wird. Wir hören einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium im 22. Kapitel. Als Jesus noch redete, siehe, da kam eine Schar. Und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, da sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen?
Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Dabei bin ich doch täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Amen, der Herr segne an uns dieses sein Wort. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ein Regisseur einen Film über diese Szene drehen würde, würde er die wahrscheinlich in drei kleine Abschnitte einteilen. Deswegen möchte ich auch eine Dreiergliederung mit euch bedenken. Jesus bleibt bei seiner Gefangennahme ruhig und gefasst. Der erste Punkt ist, er ringt um Judas, indem er ihn in Liebe begegnet. Das Interessante ist ja, Jesus sagt hier ganz wenig. Er bleibt ruhig, er bleibt gefasst, obwohl er verhaftet wird. Ja, wenn Sie einen Krimi sehen, da sind die Verbrecher, die gejagt werden, aufgeregt und sie rennen um ihr Leben, um ihre Freiheit. Jesus stellt sich der Situation und er ist absoluter souveräner Herr der Lage als der Sohn Gottes. In Wirklichkeit sind nicht die Menschen, die hier Jesus verhaften, prüfen und verurteilen, sondern er blickt in das Herz einzelner Leute. Der Sonntag Ogoli verweist ja darauf, meine Augen schauen stets auf den Herrn. Aber hier ist es zunächst einmal so, dass die Augen Jesu verschiedene Personen in Augenschein nehmen. Und dass uns diese Szene als eine Szene des souveränen Handels Jesu gezeigt wird. Da kommen die 12 heran, eine Schar von Soldaten dazu, und einer von den 12, heißt es, ist mit dabei. Jesus ist das schon völlig klar, denn schon beim Abendmahl mit seinen Jüngern hat er gesagt, der mit mir die Hand taucht, wird mich verraten. Es ist Judas, der diesen Verrat begehen wird, einer aus dem Kreis der engsten Mitarbeiter von Jesus. Und im letzten Frauendienst haben wir uns mit der tragischen Gestalt des Judas näher beschäftigt. Und dann ist für mich das Erstaunliche an diesem Text, mit wie viel Liebe Jesus diesem Judas, diesem Verräter begegnet. Er hält ihm bis zum letzten Augenblick die Tür zur Umkehr offen. Man kann sich das richtig vorstellen: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Er redet ein letztes Mal Judas mit Namen an. Und ja, diese eine Frage, die wird eingeschoben, weil das ein Augenblick ist, in dem Judas noch umkehren kann, in dem Judas niederfallen könnte vor Jesus und sagen könnte: Ja, Herr, ich will dich verraten, bitte vergib mir diese Schuld. Jesus verurteilt nicht. Er stellt eine Frage, er hält Judas dem Spiegel vor und er gibt die Möglichkeit zur Umkehr. Das ist eine Frage, die geht durch Mark und Bein. Die erschüttert mich. Er räumt ihm die Möglichkeit zur Umkehr ein, die Möglichkeit, seinen Plan fallen zu lassen, um Vergebung zu beten. Aber das Gegenteil passiert. Judas küsst Jesus. Ein Kuss, der Inbegriff von Liebe und Vertrauen zwischen zwei Menschen, von tiefstem Vertrauen, wird hier umgekehrt und pervertiert in sein Gegenteil, wird zum Symbol für Vertrauensbruch und Hass. Judas küsst Jesus und verrät ihn damit an die Soldaten, die ihn ergreifen. Verraten, so kennen wir das. Wenn wir mal in den griechischen Urtext schauen, steht dort das kleine Wörtchen Paradidomi. Das heißt eigentlich übergeben, überantworten oder ausliefern. So wird es ja auch in einigen Bibeln übersetzt. Jesus übergibt, wird in die Hände seiner Verfolger von Judas übergeben.
Judas wird zum Verräter Jesu und damit zu einer ganz tragischen Gestalt durch die Geschichte hindurch bis heute. Wir hatten ja vor einigen Jahren das Theaterstück in der Kirche, wo uns diese Zerrissenheit dieser Person vor Augen gestellt wurde. Leider ist es ja so, dass bei allen Judenverfolgungen, von dem Mittelalter seit Luther bis heute ins Dritte Reich bei den Nationalsozialisten, die Person des Judas verallgemeinert wurde für alle Juden, um zu sagen, alle Juden sind wie Judas, deswegen müssen sie verfolgt werden, um Antijudaismus, Judenverfolgung und Judenhass zu legitimieren, hat das eine furchtbare Wirkungsgeschichte entfaltet. Ich habe Ihnen mal eine schreckliche, ziemlich furchteinflößende Darstellung mitgebracht. Das ist eine Judas-Darstellung, wie wir sie im Freiberger Münster sehen können. Wer das Blatt hat, kann da gern mal draufschauen. Judas hängt an einem Baum. Er hat sich selbst erhangen, selbst gerichtet. Aus seiner toten Hand fallen die 30 Silberstücke, die er für den Verrat erhalten hat. Dann sehen wir hier noch was ganz Komisches. Da quillen nämlich so eine Art wie Gedärme aus seinem Körper. Das weist auf eine Notiz in der Apostelgeschichte hin, wonach Judas stirbt, als er auf seinen Acker geht, den sogenannten Blutacker, den er für die 30 Silberlinge gekauft haben soll. Und als er auf diesem Acker arbeitet, verunglückt er tödlich und die Gedärme quillen ihm aus dem Leib. Das hat der Künstler hier beides kunstvoll miteinander verbunden. Und wir sehen oben zwei Teufel, die Seele des Judas an Spießen in die Hölle wegführen. Solche Darstellungen, die gibt es noch in vielen Kirchen zu sehen. Ich denke, das ist erschreckend. Das zeigt uns, wie viel Verachtung und wie viel Hass sich auch auf diese Person Judas bis heute konzentriert. Dabei möchte ich sagen, dass Jesus hier doch uns alle ins Visier nimmt. Die Beicht, das ist doch eine Beichtfrage an uns alle. Wie oft haben wir denn Jesus schon verraten, indem wir eigene Wege gegangen sind, indem wir ihn vielleicht verleugnet haben, indem wir unseren Glauben nicht bekannt haben, indem wir gleichgültig waren? Ich höre die Frage an Judas auf mich gerichtet und ich erstaune über diese Liebe Jesu, die auch noch den Verräter sucht. Und ich kann mich vor diesem Herrn nur verbeugen, auf die Knie gehen und sagen, Herr, hilf mir, dass mein Blick nicht von dir weicht. Hilf mir, dass ich den Blick auf dich gerichtet halten kann. Hilf mir und vergib mir meine Schuld. In diesem Vorgehen Jesu zeigt sich seine ganze Hoheit und Messianität, wie ich finde. Und dann ist ja noch das Erstaunliche, dass eigentlich der Verrat nicht nötig gewesen wäre, da Jesus, wie es im letzten Teil des Textes heißt, immer den Leuten zur Verfügung stand im Tempel. Er hat im Tempel täglich gelehrt. Zu allen Zeiten hätte man ihn verhaften können. Das ist das Erste. Judas, bist du gekommen, den Menschensohn mit einem Kuss zu verraten? Jesus gibt Judas nicht auf. Und damit bin ich bei einem zweiten Akteur. Zweitens, er weist seine Jünger zurecht, indem er zur Gewaltlosigkeit mahnt. Wenn wir mal weiter reinschauen, nach dieser eher sanften Szene folgt eigentlich eine Gewaltorgie. Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen, heißt es da. Und das ist typisch menschlich, könnten wir sagen, so geht es in dieser Welt zu. Einer rächt sich am anderen, es wird Vergeltung geübt, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Das ist doch völlig klar, dieser Kreislauf geht immer weiter. Wie du mir, so ich dir. Dieser Planet ist getränkt vom Blut der Opfer von Gewalt. Und wir Menschen merken das ja zutiefst auch in uns selber, dieser Hang zur Vergeltung und zur Aggression, wenn wir uns über jemanden geärgert haben. Wie schnell ist da ein schlechter Gedanke da? Wie schnell erfasst uns Wut auf einen Menschen? Wie schnell lassen wir uns von negativen Gefühlen übermannen und leiden? Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen?
Das ist alles, was den Jüngern einfällt. Und man kann das ja sogar verstehen. Petrus will seinen Herrn verteidigen. Er liebt Jesus. Er will sich für ihn einsetzen. Er möchte die Verhaftung verhindern. Deswegen ist er auch bereit, Gewalt auszuüben. Aber Jesus macht mit seiner Reaktion unmissverständlich klar, lasst ab, nicht weiter. Vier Wörter, lasst ab, nicht weiter. Mensch, habt ihr denn vergessen, was ich zu euch in der Bergpredigt gesagt habe? Habt ihr denn schon vergessen, was vor wenigen Tagen war, dass ihr eure Feinde lieben sollt und die segnen sollt, die euch verfluchen? Das könnten wir hier ergänzen an der Reaktion von Jesus. Und es geht noch weiter. Er sagt nur keine Gewalt. Er verbietet Petrus, das Schwert zu ziehen oder sagt, er soll es zurückstecken an seinen Platz. Sondern er heilt auch noch den, der ihm wenige Minuten später Handschellen anlegen und ihn abführen wird. Was ist das für eine Souveränität? Was ist das für ein Herr? Was ist das für eine Liebe, die uns hier begegnet? Was sind das für Augen, die uns hier suchen, die sogar noch angesichts des eigenen Todes nicht sich selbst, sondern das Verlorene suchen? Und ich denke, auch da kann ich wieder nur sagen, ja, Jesus, so bin ich. So sind wir Menschen, so sind wir gestrickt. Deswegen müssen wir zu dir rufen, schenke uns die Gnade, schenke du uns die Kraft, dass wir den Blick auf dich gerichtet halten können. Vergib du uns unsere Schuld. Wir alle sind nicht frei, denke ich, von negativen Gefühlen, von Stimmungen, die uns übermannen können, von Wut auf andere Menschen. Das ist das Zweite. Jesus gebietet der Gewalt Einheit. Er will Petrus und seine Jünger vor der Anwendung von Gewalt bewahren. Und ich habe mich gefragt, wie würde eine Welt ohne Gewalt aussehen? Und damit will ich jetzt gar nicht auf den aktuellen Krieg eingehen. Auf der ganzen Welt herrschen Kriege. Überall üben Menschen Gewalt gegeneinander aus. Wie wäre eine Welt ohne Gewalt, in der diese Kreisläufe durchbrochen werden? Wir haben die Missbrauchsfälle in der Kirche. Wir haben Missbrauch in Familien, zwischen Staaten, in der Ehe von Menschen. Wie wäre das, wenn das alles nicht wäre? Das ist das Zweite. Jesus ermahnt Petrus zur Gewaltlosigkeit. Er ruft seine Jünger dazu auf Gewalt zu verzichten. Und damit bin ich bei einem dritten Punkt. Er begegnet seinen Gegnern, indem er ihre Falschheit aufdeckt. Das sind ja die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die haben im vornehmen Gewand mit Jesus jeden Tag im Tempel diskutiert. Und dort sind sie ihm nicht zu nahe gekommen, weil sie wahrscheinlich das Volk gescheut haben. Und diese Leute, die veranlassen jetzt, dass er gewaltsam abgeführt wird. Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Dabei bin ich doch täglich bei euch im Tempel gewesen. Dies ist die Stunde der Finsternis. Das ist ein schwerer Satz, der hier am Ende steht. Und wir haben das in der Epistel gehört. Alle Menschen leben in Finsternis, solange sie ohne Christus sind. Das sagt Jesus ganz klar. Das sagt Paulus, der Verfasser. Jeder Mensch ist zunächst in Gottesferne und Finsternis, solange er Jesus nicht als seinen Herrn angenommen hat. Und dann kommt ja dieser wunderbare Satz, nun aber seid ihr aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gekommen, in sein wunderbares Licht gerettet. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, Kinder des Lichtes. Das ist das Wunderbare. Jesus macht uns zu Kindern des Lichtes, obwohl wir in Finsternis gelebt haben. Er möchte uns annehmen, er möchte uns erneuern, er möchte uns immer wieder korrigieren, auch durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist. Das ist eure Stunde und die Macht der Finsternis.
Damit diese Finsternis besiegt werden kann, deshalb muss Jesus den gehorsamen Weg des Leidens bis an das Kreuz, bis ans bittere Ende gehen. Denn damit besiegt er die Finsternis, indem er selbst als Gott stirbt. Ich denke, der Text heute, der stellt uns alle auf den Prüfstand. Sowohl den Judas, wo wir vielleicht sagen würden, der Judas, der ist doch weit weg von Jesus, der ist doch innerlich völlig abgenabelt, das ist doch der Verräter, dieser Verächtliche. Petrus ist doch der Gute. Petrus ist der Jünger, der Jesus so nahe stand, der ihn immer verteidigt hat, der gesagt hat, das ist der Christus, der Sohn Gottes. Aber Jesus rechnet eigentlich hier mit beiden ab. Er zeigt beiden, dass sie falsch liegen. Und Jesus zeigt auch uns, was alles in unserem Leben falsch läuft, wo wir falsch liegen, wo wir unseren Blick, unsere Augen auf ihn richten müssen, damit er uns Korrektur schenken kann, damit wir zu ihm umkehren können. Ich denke, dieser Text ist nicht einfach, aber er ist wunderbar und er eröffnet die wunderbare Perspektive, dass wir daran festhalten wollen, wir sind im Lichte unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gerettet. Im Glauben und durch unsere Taufe und im Glauben an ihn und im Vertrauen auf sein Wort dürfen wir wissen, ich gehöre zum Licht. Die Finsternis hat keine Macht mehr über mich. Jesus Christus ist der Sieger. Er holt mich in sein Licht. Sein Blut wäscht mich rein von all meiner Schuld. Darauf möchte ich vertrauen. Lasst uns in Jesus immer wieder den Sohn Gottes anschauen, der uns als Vorbild vorangegangen ist, der allein Vergebung und Neuanfang schenkt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.